Guten Abend, liebe Freunde des Rechts. Es gibt mal wieder Neues zu den Rechtsstreits, die Rainer Füllmich für Dr. Wolfgang Wodak gegen den Volksverpetzer führt. Und das wiederum setzt auf den Rechtsstreit, den Rainer Füllmich für die Green Mango Karaoke Bar gegen Christian Drosten geführt hatte. Der Verfahrensstand ist wie folgt. Es gab einen ersten Prozesstag von Green Mango gegen Christian Drosten. Da kam es aber nicht zu einer Verhandlung in der Sache, obwohl es echt spannend gewesen wäre zu hören, was die Gutachter von Füllmich über den PCR-Test zu sagen gehabt hätten. Aber Herr Füllmich war nicht bereit, eine Maske aufzusetzen. Daraufhin kam es zu einem Versäumnisurteil. Später erklärte Herr Füllmich, dass das ein cleverer, genialer Schachzug war, weil er erkannt hatte, dass in einem Prozess, in einem Gerichtssaal, wo man eine Maske tragen muss, also eigentlich überall, man kein faires Verfahren erwarten könnte. Der Rechtsstreit, der eine Woche später stattfinden sollte, war dann dieser hier, Wolfgang Wodak gegen Herrn Kreißel und den Volksverpetzer. Dieser Rechtsstreit wurde aber kurz, also der Prozess wurde kurz abgesagt durch den Richter. Kurz vorher hatte das Gericht allerdings darauf hingewiesen, dass eine Maske nicht getragen werden müsste, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt werden würde. Das Gericht hatte vorgeschlagen, ob man nicht schriftlich verhandeln könnte. Das hatte aber Rainer Füllmich für Dr. Wolfgang Wodak abgelehnt. Der Volksverpetzer wäre damit einverstanden gewesen. Worum es in dem dortigen Rechtsstreit geht, habe ich in einem anderen Video auch schon mal beschrieben. Da geht es also darum, dass Herr Wodak Schadensersatz haben möchte, weil der Volksverpetzer seine Reputation beschädigt habe durch einen Artikel im Frühjahr 2020. Jetzt hat Herr Wodak den Befangenheitsantrag, den er daraufhin gestellt hat, begründet. Und die Begründung ist mal wieder textreich, wie so oft, basiert aber im Wesentlichen darauf. Eine Befangenheit ist dann gegeben, wenn eine Partei zu befürchten hat, dass sie vor diesem Gericht kein objektives, faires Urteil bekommt. Und nachdem Herr Füllmich erkannt hat, dass in diesem Gerichtssaal Maske getragen werden muss oder für das Nichttragen Voraussetzungen wie zum Beispiel Nicht-Infektiosität gegeben sein muss, hat Herr Füllmich erklärt, vor diesem und wahrscheinlich jedem anderen deutschen Gericht kann er kein faires Verfahren erreichen. Denn die Überzeugung, die für ihn für eine Verhandlung zugrunde liegt, ist jene, dass ein PCR-Test unter keinen wie auch immer gearteten Bedingungen geeignet ist, eine Infektion nachzuweisen. Herr Füllmich setzt mir wieder jeglichen PCR-Test mit dem von Herrn Drosten gleich und hier ist genau diese Stelle, unter keinen Umständen eine Infektion mit dem Coronavirus feststellen kann. Und das ist schon wieder eine Erweiterung. Früher ging es noch darum, dass ein positiver Test nicht in jedem Fall bedeutet, dass eine Infektion vorliegt. Hier heißt es bereits, dass also ein PCR-Test überhaupt nichts aussagen würde. Wir sind also mittlerweile auf dem Niveau von völligen Corona-Leugnern, dass es also auch diese Krankheit nicht mehr gibt. Ob dann das jetzt feiner differenzieren muss oder sowas, mag dahinstehen. Aber man kann sich die Frage stellen, vor welchem Gericht würde denn dann keine Befangenheit gelten, denn die Regeln, dass man Hygienevorschriften vor Gericht einhalten kann, sind eigentlich überall gegeben. Und das ist genau das Schwierige an diesem Befangenheitsantrag, denn der wird ja auch wiederum von diesem Gericht bzw. einem anderen Richter des gleichen Gerichtes entschieden werden. Man könnte dann überlegen, ob man in die Revision oder die Berufung oder vor ein anderes Gericht damit zieht, aber es wird schwierig sein, für Herrn Füllmich irgendwo einen Richter zu finden, der die Auffassung teilt, dass wegen Nichtexistenz des Coronaviruses und der deswegen daraus resultierenden Sinnlosigkeit von Masken oder von PCR-Tests kein irdisches Gericht, jedenfalls in dieser Bundesrepublik Deutschland, geeignet ist, fair zu verhandeln. Ich will sagen, Herr Füllmich weiß selbstverständlich, dass kein Richter diesem Befangenheitsantrag stattgeben wird. Gleichwohl erzählt er seiner Bubble, dass nur dieser besondere Richter, so wie viele andere, eben so unfair wäre, dass er es vorgezogen hat, den Prozess dort nicht zu führen und länger durch die Instanzen zu ziehen. Ich glaube, es ist für jeden nachvollziehbar. Herr Füllmich möchte natürlich kein Urteil in der Sache und wenn es dann mal eines geben würde, würde er erklären, dass er zwar im Recht war, aber es sich hier um eine Verschwörung handelte, die komischerweise nicht vor der Justiz Halt gemacht hat. Das ist etwas, was ich schon seit einem Jahr sage. Es ist sinnlos, mit Mitteln der Justiz eine Verschwörung in der Justiz aufzudecken. Denn es ist total unwahrscheinlich, dass man genau den Richter trifft, der dieses Geheimwissen hat um die
Verschwörung aufzudecken und dann so mutig ist, diese Verschwörung auch noch in einem juristischen, justiziellen Verfahren aufzudecken. Und so nimmt dann dieser Rechtsstreit seinen weiteren Gang. Das gleiche übrigens für den Rechtsstreit vor dem Amtsgericht in Stuttgart, wo Herr Ballweg hätte erscheinen sollen. Da hat auch das Gericht den Termin abgesagt aus dienstlichen Gründen und auf eine andere Zeit vertagt. So, wo wir schon dabei sind, heute hat der Bundestag die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen erlassen und ich hatte gestern ein Video gemacht zum Thema Impfpflicht, Impfzwang und Impfobliegenheit. Und ich hatte dabei ein Unverständnis zu einem Video eines werten und durchaus geschätzten Kollegen, Herr Anwalt, geäußert, der in seinem Video an zwei Stellen Gewaltanwendung in die Abwägung eingebracht hat, um zu sagen, dass eine Impfpflicht nicht angemessen oder nicht verhältnismäßig im engeren Sinn sei, weil ja Justitia das, was es auf der einen Seite entscheidet, auf der anderen Seite mit dem Schwert oder mit Gewalt durchsetzen muss. Und auch im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung hat der Kollege gesagt, dass das beachtet werden muss, dass man also diesen Impfzwang oder diese Impfpflicht, und ich habe den Eindruck, dass das nicht sauber differenziert wird, weil eigentlich immer die Rede war von einer Impfpflicht und wir müssen uns einig sein, eine Impfpflicht wird nicht durch Gewalt durchgesetzt, aber berechtigt ist die Frage, brauchen wir wirklich eine Impfpflicht? Könnte nicht eine Impfobliegenheit als milderes und vielleicht gleichsam wirksames Mittel genauso gut funktionieren? Das ist eine Diskussion, die man führen kann. Im weiteren Verlauf gab es eine Menge Fragen, offene Fragen, aber wie so oft ist das Vorhandensein einer Frage und das Fehlen einer Antwort noch nicht der Beweis dafür, dass die Frage nicht beantwortet werden kann. Wenn ich also sage, hier muss noch die Frage beantwortet werden, dann muss sie halt beantwortet werden. Das bedeutet aber nicht, dass die Frage schon negativ beantwortet werden muss. Konkret ging es also um die Frage, wie oft muss man sich dann noch impfen und was kommt dann noch in Zukunft? Und dann gibt es diejenigen, die sagen, solange ich das nicht weiß, lasse ich mich nicht impfen oder solange ist eine Impfpflicht nicht berechtigt. Es ist richtig, wir wissen nicht genau, wann die Pandemie zu Ende sein wird, wie viele Variationen es noch geben wird und wir wissen auch nicht, wie gefährlich Omikron jetzt wirklich ist in diesem Augenblick. Am 10. Dezember. Das bedeutet aber nicht, dass wir grundsätzlich sagen können, dass eine Impfobliegenheit, Impfempfehlung oder eine Impfpflicht deswegen unzumutbar sein kann. Insofern, ich sage nicht, dass es zulässig oder unzulässig ist. Ich will nur daran ermahnen, dass wir die Diskussion versuchen, sachlich zu führen. Das ist nicht ganz einfach, aber wir Juristen werden zumindest immer weiter versuchen, die Argumente ins Feld zu führen, die Argumente der anderen zu würdigen und das möglichst sachlich, um auf diese Weise vielleicht in der Diskussion ein Stückchen weiterzukommen. In diesem Sinne, bleibt gesund und lasst euch impfen, wenn ihr könnt.